Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt wieder eine Runde online. Und natürlich wird erstmal der Hund gestreichelt. Und dann schauen wir erst, was liegt heute so an. Und dann habe ich vorhin per Insta die Nachricht bekommen, wo ist eigentlich die Madame heute? Dann schauen wir mal, ob wir da mal eine Karte abarbeiten. Und dann sollten wir sie ja auch sehen. Aber zuerst, was machen wir heute? Gebirgsziegen gehäutet, okay. Geschäft in Rhodes besucht. Jagd auf Anführer, das machen wir nicht. Löffler, ja, gut. Also, Tiere zertrampelt, das passiert ja quasi nebenbei. So, gesuchte Person lebendig fotografiert. Kopfgeldjagden innerhalb von, oh, 2 Stück innerhalb von 1 Stunde. Und mehr als eine gleichzeitig abgeliefert. Das wird wohl nix. So, da ist es. Kadaver innerhalb von 10 Minuten, 20 Stück. Lagereintöpfe essen und mittelgroße Tierkadaver. Familienerbstücke, Tarotkarten, Vogeleier. Distanz mit dem Wagen zurückgelegt. Eine Spezialsorte hergestellt und schwarz gebrannten Spieler serviert. So, betäubte Tiere geweckt. Zähigkeitstonika. Und dann, tja. Werden wir mal zuerst Post abholen. Dann fix in die kalte Ecke. Dass wir zuerst. Ach so, habe ich schon. Das ist ja noch besser. Dass wir mal zuerst das Zähigkeitstonika nehmen. Tonikum. Und da hinten. Ah, da ist eigentlich jemand, den wir einsammeln müssten, ne? Er kommt. Jetzt erstmal in die kalte Ecke hier. So, erstmal einen Kaffee dabei genommen. Dann öffne dann, glaube ich, gleich meine Karte für Tarotkarten. Mach ich die Maske auf? Jawohl, weg damit. Also bevor wir die Lagereintöpfe essen und diese ganzen Geschichten, erstmal eine Runde frieren. Ist hier heute gar nichts? Nee. Das sieht mau aus. Doch, wollte ich gerade sagen, ich habe doch das Gefühl, hier ist irgendwas. Da haben wir schon mal eine Bürste. Ein Familienerbstück, sehr gut. Hier ist auch irgendwo was. Entweder hier oder hier. Habe ich natürlich wieder nicht drauf geachtet, ob er friert. Ah, er friert, super. Genau, wir freuen uns, dass wir frieren. So. Runter damit. Aha. 100 Tonika runtergepfiffen. Wieder 0,4. Irgendwann, glaube ich, mal eine Folge machen, wo wir 500 Goldbarren verballern oder so. Ja, dann. Ja, komm, auf nach Rhodes. Da sollen wir sowieso ein Geschäft besuchen. Dann machen wir da auch die Karte auf für die Tarotkarten. Wo wir gerade so rumstehen. Ich bin heute ein bisschen spät dran, obwohl ich hier Urlaub habe. Aber habe ich keine Fütterungskarten? Doch. Aber mein Sohn und ich, wir haben erstmal ein bisschen was im Garten gemacht. Nämlich erstmal ein bisschen angefangen, Hecke zu schneiden. Ja, das nenne ich doch mal einen Knüller hier, oder? Da kann man das doch schnell abarbeiten. Kann ich heute nur jedem empfehlen. In Rhodes mal eben. Das abzugrasen. Ach, wisst ihr, was da?
gar nicht groß rumlaufen hier. Rauf aufs Pferd. Eben dran vorbeireiten. Dann hier beim Hehler mal eben die Runde. So, heute Morgen, wo ich noch nicht ganz wach war, habe ich schon mal noch eine Runde Story aufgenommen. Da ist aber ein bisschen mehr passiert, deswegen muss ich mir wenigstens noch ein bisschen Text einfallen lassen. Damit die... Oh, weg damit. So, das kann jetzt alles weg hier. Und noch ein bisschen so ein Titelbild basteln. Aber ich denke, das geht dann auch morgen online. Da seht ihr, das ist teuer, eine Bola zu verlieren. Really? You won't regret it. So, hier kaufen wir auch mal was nach. That'll do a lot of damage. Was ist das hier? Schwarz gebrannter Quatsch, da kaufen wir nichts. Was soll man damit? Komm mal ran hier, Pferdchen. Oh, da, 500 Wertgegenstände an den Hehler verschnackt. So, da liegt die nächste. Wieder unsachverständig abgestiegen. Was soll es? Ja, erstmal ein paar Leute anrempeln. Oh, Verärgerung. Ja, ja, komm. Bleib locker. So, da haben wir schon drei Tarotkarten eingesammelt. Hier ist es nicht. Okay, dann ist es meist da oben. Also heute habe ich es aber auch mit dem Unsachverständigen absteigen hier, ne? Mal her hier oben. Was ist das denn für ein hässlicher Köter? Oh, Entschuldigung, das sagt man nicht, ne? Aber ein Pudel finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Kann ich den nicht trotzdem streicheln? Doch. Prinzipiell bin ich ja Hundefreund, ne? Aber Pudel, kann man hier eigentlich rein? Nee. So, Hund, geh mir aus dem Licht hier. So, jetzt gucken wir mal, wo ist die Madame heute? Oder hat die auch Urlaub, war die Frage. Da ist sie. Da ist die Madame. Also nicht weit weg von der Emerald Station. Also immer wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, ja, also ja, Ideen, schreibt mich einfach an oder schreibt es in die Kommentare. Wer hier angemeldet ist, kann meine E-Mail-Adresse sehen. Oder ihr folgt mir auf Insta. Neuerdings auch auf TikTok. Ja. Weiß jetzt gar nicht so, ob ich da als alter Mann was zu suchen habe, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. So, was wollten wir sonst noch machen? Gebirgsziegen. Ja, müssten wir nach Emerald eigentlich, ne? Löffler. Ja. Sag mal so. Bei dem, also bei der Uhrzeit müssten die doch eigentlich jetzt alle am Boden sein, die Löffler, oder? Hier so ein bisschen.
bisschen in das Sumpfgebiet düsen. Sag mal. Oh, Tiere zertrampelt. Ja, so geht's natürlich auch. Aber das erste Tier zertrampelt. Und war ja quasi ein Unfall. Was ist denn hier los? Nee, nee, nee. Ja, ja. Ja, lasst mal, habe ich auch keinen Bock drauf. So, jetzt langsam mal hier Augen auf. Vielleicht sollten wir eine schnell schießende Knarre nehmen. So, die ist ja gut hier, oder? Die hier. Löffler ist die Idee, ne? Das sind mittlere Tierkadaver. Oh. Dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal die Haut von mit. So, wenigstens mal so ein paar Rollenherausforderungen hier erledigen können, wenn wir näher zurückkommen. Sind leider keine Vogeleier. Aber noch eins. Die sind ja richtig klein. So. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Löffler verscheucht. Das Pferd hat heute nicht so Bock. Ne? Den nehmen wir mal ein Stück mit. Ah, Produktion angehalten. Wir müssen sowieso gleich zurück. Und sammeln wir mal eben hier den Frosch ein. Oder die Kröte. Da oben fliegen schon die ersten Vögel hier. Die Sonne geht ja auch gerade auf. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier ein paar Löffler finden. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel überhaupt spenden kann. Da höre ich doch irgendwelche Reiher, Löffler, keine Ahnung. Wer weiß das schon. Wo genau sind die denn?
kann das so genau gar nicht einordnen hier. Oh Mann. Dreifarbiger Reiher. Das sind die falschen. So, was haben wir da noch? Seidenreiher. Keine Ahnung, was das ist. Ist auch wurscht. Schmuckreiher. Am Anfang braucht man die. Da haben wir noch vermutlich irgendeinen. Aber was weiß ich denn hier? Alles, was wir nicht brauchen hier. Das hörte sich an wie ein legendärer Panther. Verzichten wir aber drauf, das kann ich euch sagen. Ja, da ist er. Sag mal, die Uhrzeit. Wer da heute Bock drauf hat, bitteschön. Ich nicht. So, hier nochmal gucken, ob hier irgendwelche Löffler rumsitzen. Nee, dann, was kommt da? Ja, nur so Reiher. Ja, dann ist da was. Ab nach Hause. So, wir irgendwas hier herstellen überhaupt? Haben wir schon wieder vergessen. Ne? Nö, betäubte Tiere geweckt. Okay. Sammler kann man ja schaffen. Und hier, ich dachte heute wäre irgendwie, ja, das ist, wenn man wieder nicht richtig liest. So, Lager. Ich dachte heute wäre irgendwie tödliche Raubtier-Dingens hier, deswegen habe ich die ja überhaupt nur gejagt. Wieder nicht aufgepasst, ne? Dann. Bestellen wir mal eben die Vorräte. No messing around, huh? Und checken mal eben. Supplies are looking healthy right now. Ja, da kriegen wir ja zusammen, ne? Also, weg damit. Thank you. Dann haben wir schon mal 10. Guess beggars can't be choosers. That's top notch. 17. I'll take whatever I can get. Und jetzt die hier. Beautiful. Damit ist das schon mal erledigt. Very nice. Und er hat wieder genug zu tun. This'll have to do. Oh, können wir gleich auch noch ein Spezial kochen? Aber als erstes essen wir hier so ein Standardding. Einmal. Zwei. Jetzt machen wir uns noch was Richtiges zu essen. Und schauen dann mal, ob wir noch eben irgendwie zwei Truthähne finden. Oder Hasen. Oder.
Komm, aufs Pferd hier. Ja, wir machen das mal anders. Hier unten. Da packen wir mal das hin. Und guck mal, was wir hier betäubt kriegen. Oh, das sind Truthähne, die brauchen wir. Zuschauen spielt ja keine Rolle. Den Watsons gucken, ob wir da eine Ziege finden. Hier hat jemand anders das ganze platt gemacht. Wir waren es nicht. Das macht aber nichts. Den nehmen wir trotzdem. Na komm, nimm ne. Dann tragen wir den mal eben zum Lager. Das Kopfgeld ignoriere ich wirklich, da habe ich keinen Bock drauf. So. Docks are looking good. Good stuff. Okay, then. No comment. So, Betäubungsmunition rein. Und auf geht's. Nee, 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 nee. So einfach geht's nämlich dann doch nicht hier zwischen dem. So. Schön in der Nähe von Harriet, da freut sie sich doch, oder? Hoffe ich doch, dass sie sich da freut. Jetzt eben mal den Watsons gucken. Ob hier eine Ziege ist. Nö. Heute nicht. Schleifenhörnchen. Ja, brauchen wir ja noch, ne? Nee, Eichhörnchen brauchen wir. Perfekt. Aber Taschenhörnchen nehmen wir trotzdem. Oder Backenhörnchen. Also mit ein bisschen Glück ist hier eine Ziege. Klar, heute nicht. Ja. Wieder fit. Und organisieren uns jetzt noch ein mittleres Tierchen.
Irgendwas sollen wir wohl noch finden. Ah, weiß ich gar nicht, ob ein Fasan reicht. Oh, Ackerminze. Ja, auch wichtig. So, jetzt aber. Jetzt noch so ein Truthähnchen. Gute an Kojote, Hase. Waschbär. Ihr wisst, was ich meine. Alles zu groß. Nun gut, wir können den Fasan mal abgeben. Oh, guck mal, wer da ist. Der Trinker ist zurück. Ja. Did I ever leave? How long we've seen each other? Ja, das frage ich mich auch schon. It'll be forever. I'm you'll help me. Give me some food. Some tasty meat. Na klar, knorpeliger Fisch. Ach sicher. Komm hier, arme Socke. You ain't like the rest of them. Nah. We're alive. For strangers, off to kick the roses. Ha! Mm-hmm. He's gone. About that'll last. Ja, der Kommandeur mag den nicht. Big man. Okay then, no comment. So, Fasan reicht nicht. Also, Truthahnhase. Waschbär, Opossum, irgendwie sowas. Kojote. Also das hätte ich jetzt aber gerne noch, bevor wir den ersten Teil beenden, oder? Versteck oder so, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Müssen irgendwelche Truthähnchen rumlaufen, oder? Da rechts sehe ich ihn schon. Da ist er. Denn dann sind wir beim Händler durch? Nein. Nein, 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 nein. Ans Pferd bin, Kollege. Nix wie heim. Ah, jetzt könnten wir mal eben bei den Watsons gucken. Wie lange nehmen wir auf?
Halbe Stunde. Ja. Das habe ich hier heute noch nicht gecheckt, ne? Ja gut, da ist dann halt auch nichts. So, rauf zu den Watsons, Knarre raus, wie immer. Oh, da wäre noch ein Fuchs. Ist auch ein mittlerer Kadaver. Da ist er. Oh. Und was ist das für ein Hörnchen? Mit Glück wird es ja perfekt beim Einsammeln. Und der Schwarzgebrannte ist fertig. Ja dann. So, gucken wir mal eben. Was war denn beim Schwarzbrenner? Eine Spezialsorte. Ach so, ja gut, das wäre toll gewesen. Gut, hätte Fahrradkette. Gebirgsziege gehäutet, sehr gut. Dann bringen wir das jetzt noch eben zurück. Und starten dann nachher. Direkt, denke ich, mit einer Schwarzbrennerfahrt. Aber jetzt geben wir das erstmal ab. Und damit ist die Aktion auch erledigt. Jawohl. So, dann haben wir jetzt. Brauchen wir nur noch vier Dinge. Also, Naturkundler, das werden wir schaffen. Dann brauchen wir nur noch drei. Schwarzbrenner, denke ich, wird nichts. Sammler, die zwei schaffen wir auf jeden Fall. Dann machen wir vielleicht ein Kopfgeld geben. Ah, unter 5 Minuten hatte ich gehofft. Da müssen wir ja 2 machen. Ja. Oder durch die Gegend kacheln, ne? Ja, schauen wir mal. So, das war der erste Teil für heute. Und dann geht's irgendwann später weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.